Ja, oder? Fein. Ja, okay. Junge Frau von 1914. Ein Roman von Arnold Zweig. Ein Fernsehfilm von Egon Günther. Bertin spielt Klaus Piontek. Und Lenore Wahl ist Jutta Hoffmann. Aus dem ersten Kapitel. Bertin packt ein. Der Briefträger Schmilinski ordnete auf seinem abendlichen Bestellgang im Eingang des Hauses Brixener Straße 6 mit geübten Fingern seine Post. Ein Einschreiben oben an den Maler, zwei Feldpostbriefe an die Dame im dritten Stock, einer davon unheilverkündend amtlich, eine Ansichtskarte für die lustige Köchin bei Zimmermanns, und unter anderer Durchschnittsware für den Studenten, Hochparterre rechts, der Gestellungsbefehl. Schmilinski betrachtete ihn mit stillem Hass. Auch ihm, gedientem Mann, blühte, wer weiß wie bald, solch ein Wisch. Da ja die Herren Abgeordneten, die reichen Leute und die Kleinsparer der Regierung die zweite Kriegsanleihe nur so hingepfeffert hatten. 9.080 Millionen Mark, 9 Milliarden. Alle wollten also, dass es weiterging. Da ließ sich nichts machen. Der Student hier schien seine Wohnung zweimal gewechselt zu haben. Der wird sich freuen, murmelte Schmilinski. Womöglich muss der morgen früh in der General-Pappkartonstraße antreten. Die General-Pape-Straße nämlich, in der sich die roten Kästen der Bezirkskommandos erhoben, waren vom Berliner Witz so umgetauft worden, weil die Eingezogenen ihre Zivilkleider in Pappkartons nach Hause sandten. Der junge Mann war daheim, öffnete selbst, hörte von dem Briefträger die Worte "Antreten zur Polonaise", empfing das amtlich gefaltete Papier, schien um einen Schein blasser zu werden, sagte höflich "Danke sehr" und schloss die Tür. Man reißt solche Briefe sofort auf. Im notdürftigen Licht der Dielenlampe mit zitternden Fingern. Eine Panik wollte in seiner Brust aufflattern, als er sah, morgen früh. Und die Lenore durfte er nicht anrufen. Ruhe, gebot er sich. Paula Weber wird es ihr beibringen. 8 Uhr, Armierungsersatzbataillon Küstrin. Schipper also. Es hätte schlimmer kommen können. Werner Bertin, als ihn der Ruf des Schicksals traf, war 26 Jahre alt, mager, leidlich gewachsen, ein bleiches Gesicht mit sehr rotem Munde und dunkelbraunen Augen. Er hatte eine ärmliche Jugend hinter sich, langsam Zutrauen zu seinen Gaben gefasst, sie in leidenschaftlichen Kämpfen treu ausgebildet, die Rechte studiert, menschliches Denken, neuere Sprachen, nach dem Referendarexamen weitergesucht, zu schreiben begonnen. Novellen, ein Roman, Dramen. Er vermeinte, höchst klar über sich selbst
zu sein, sehr kritisch, ein erzogener Verstand. Im Grunde wusste er von sich kümmerliche Bruchstücke. Jetzt wanderte er langsam in seinem Wohnzimmer umher, die Hände auf dem Rücken. Von dem Gestellungsbefehl dort auf dem Schreibtisch ging eine Art Saugen aus. Er wirbelte sein bisher gelebtes Leben in sich ein wie ein Ventilator, durchrauchte Luft eines Zimmers. Ein Schipper war ein Soldat ohne Ausbildung mit der Waffe, ohne Hoffnung auf Beförderung also, solange der Krieg auch dauerte. Wozu hatte er nun Schulprüfungen bestanden? Das Einjährige, das Abitur, wozu? Sich 7 Jahre auf Universitäten herumgetrieben. Alles Dunst, verbrauchtes Leben. Der große Ventilator sog es weg. Den Behörden, die ihn holten, war es nur, um einen halbwegs gesunden Mann zu tun. Das er dichtete, machte ihn eher komisch. Dennoch durfte einem das Herz wohl langsamer und lauter schlagen. Diese Behörden waren unwichtig. Hinter ihnen aber standen die Heimat, die Gesittung, alle seelischen Mächte, alle guten Geister des Vaterlandes. Mochte es grob hergehen und rau, gewaltsam und blutig, einerlei. Krieg war in der Welt und er regierte. Jetzt kam es darauf an, allen Ansprüchen gewachsen zu sein, mit empfindlicheren Nerven, wacherem Geiste, erregbarem Gefühl. Jetzt rief ihn Deutschland. Er würde es nicht warten lassen. Immer mehr Spannkraft und Erwartung bebte in seinen Muskeln. Entbehrungen schreckten ihn nicht. Wohlleben war nie seine Sache gewesen. Sein Körper würde wohl durchhalten. Schwache Punkte boten allerdings Herz, Hals und Augen. Er hatte sich von früh an durch Studenten geben, Taschengeld verschaffen müssen. Nicht Studenten geben, sondern durch Stunden geben. Taschengeld verschaffen müssen, während der ersten Studienjahre von 70 und 80 Mark im Monat, später von bescheidenen Stipendien gelebt, bis ihm seine Novellen Zuschüsse einbrachten, bessere Anzüge, kleine Reisen. Diese Zeit schloss heute ab. Eine Postkarte an Frau Laubschrei, die förmliche Kündigung der Wohnung enthaltend, konnte morgen früh in den Kasten gesteckt werden, ebenso ein Kartenbrief an Paula Weber, den er rasch hinschrieb. Er bat sie darin, Lenore morgen anzurufen, sie von seiner plötzlichen Einziehung zu benachrichtigen und ihr bei der Räumung seiner Sachen behilflich zu sein. Ferner ein gelbes Aktenkuvert von seinem Schreibtisch zu nehmen, unbemerkt, wenn möglich, und es ihr am 7. Mai zu übergeben. Im Großen und Ganzen blieben ihm noch 4 Beschäftigungen übrig: den Koffer packen, über seine Manuskripte verfügen, sich ausziehen und schlafen.